Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode Foltert Dom mit Witch Bitch. Witch, Rich Bitch, mit Witch. Wir spielen hier ein anderes kleines Indie-Game im schönen 4:3 Format. Muss auch mal sein. Und hier bekommen wir die Steuerung schon ein bisschen erklärt. Ja, ich mache das gerade mit WASD, aber passt schon. Wir sind in einem Haus, so scheint es zumindest, genau, ein Haus. Und haben hier schon mal eine Treppe nach oben, aber da wollen wir erstmal nicht hin. Hier wird's sehr dunkel. Ein Herz! Sieht aus wie so ein Beichtstuhl, oder? Guck mal, hier können wir damit was anfassen. Hier können wir... Ah, geil. Aber hier ist nirgendwo was drin, oder? Können wir nochmal die anderen... Wir können alles aufmachen, oder was? Machen wir mal alles auf, soweit das Auge hier uns reicht. Also soweit die Hand uns reicht. Machen wir alles auf. Nichts drin, alles klar. Ja, wir müssen wahrscheinlich eh nach oben. Ah, die Tür können wir auch aufmachen. Jetzt können wir das so machen hier, oder? Pass mal auf. Und... Ah! So. Fertig! Und wieder raus. Und nach oben. Ja, keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ich sehe nur schwarz-weiß, ich sehe nur 4:3 und ich... Irgendwas mit einer Hexe oder so. Raum Nummer 1. Ein Gesicht oder so. 2, 3. Was? Okay, alles zu. Da fängt das schon mal gut an. Dann gehen wir mal nach unten ganz kurz. Irgendwas müsste ja hier noch sein, oder? Was haben wir denn hier unten? Ah, guck mal, Exit. Geil. Also raus kommen wir nicht. Der Ausgang ist versperrt. Und hier haben wir sonst auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzuklicken. Ja, das war's. Keine Ahnung, ich komme nicht mehr weiter. Das war's mit Witch. Hier ist auch zu. Ah, ihr müsst doch irgendwo einen Schlüssel geben, oder? Das könnt ihr mir doch nicht sagen, dass es hier nirgendwo einen Schlüssel gibt. Da! Geil. Jetzt haben wir Schlüssel für die 1. Kann das? Genau, das kann. Laufen können wir nicht schnell, aber das ist erstmal egal. Wir gehen hier mal ganz gemütlich nach oben. Wenn irgendwann so eine Witch kommt, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir halt weggehen. Geil. Hier ist Nummer 1. Regenschirm plus Schlüssel gleich Tür auf, geteilt durch Schlüssel gleich 2 Personen. Was? Also hier ist nichts drin. Tatsächlich. Nick. Also pass auf, wir haben... Was ist das denn hier? Es ist kein Schlüssel, ne? Soll das eine Person sein? Eine Person plus ein Schlüssel ist gleich Tür auf. Ungleich. 2 Personen, ein Schlüssel gleich Tür auf. Ungleich, Tür auf. Okay. Ja. Viel Rätsel anscheinend hier bei dem Spiel. Der Horror kommt bestimmt auch noch. Irgendwann einmal, hoffe ich mal zumindest. Hier ist weiterhin alles zu. Ja, dann gehen wir nochmal nach unten. Wir müssen ja nochmal nach unten gehen. Hier oben war zum Beispiel jetzt nichts mehr drin. Also muss ja hier unten irgendwas sein. Ja, ich schaue mich mal vorsichtig um gerade. Da! Nein! Oh, heb es doch auf! Du bist doch ein Lappen, bist du! Okay, das müssen wir irgendwie aufmachen. Aber, so brauchen wir Werkzeug. Wo finden wir jetzt einen Werkzeugkasten oder sowas ähnliches?
Was ist denn da oben noch dahinter? Ah, da ist auch noch was zum Aufmachen. Das ist Herz. Jo, wir bräuchten einen Werkzeugkasten. Gibt es den irgendwo vielleicht? Oben auf jeden Fall nicht. Es ist so dunkel, ne? Man sieht auch kaum irgendwas. Hier war der Exit. Aber raus kommen wir eh nicht. Hier an der Seite war keine Tür mehr zum Aufmachen. Was ist das denn hier eigentlich? So ein heller Strahl? Naja. Naja, wir müssten jetzt Werkzeug finden. Springen können wir auch nicht. Naja. Also hier ist... Die Türen können wir auch nicht mehr zumachen. Wenn die Türen einmal auf sind, gibt es kein Zurück mehr. Naja, hier ist aber nichts. Naja, wir müssen... Wir müssen das aufbekommen. Scheiße. Toilette? Ah. Können wir noch aufmachen. Aber... was Spannendes ist ja nicht mehr drin. Was ist denn da oben noch? Gar nichts mehr. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in diesen einen Raum oben rein, weil da muss ja irgendwas noch gewesen sein. Kann ja nicht sein, dass da gar nichts oben ist. Oder? Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer um. Ja. Hier muss noch irgendwas drin sein. Aber ich sehe hier auch nichts. Hier ist nichts drin. Ach Mann. Können wir den Schlüssel von da wieder rausnehmen? Nee, ne? Nee. Jo, Leute. Ah, da. Geil. Für die zwei haben wir den Schlüssel jetzt doch noch bekommen. Und hier ist doch bestimmt ein... Ah! Alter! Schlüssel gleich Person durch Herr. Ah, 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 oh Gott! Oh mein Gott! Die ist wirklich so voll hinter mir. Ich will. Oh, runter. Boah, wie das Vieh mich verfolgt. Ich will das nicht. Ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich darf mich einfach nur nicht umdrehen. Das ist einfach alles. Wo gibt's denn hier... diesen Scheiß? Oh Gott, wie das... Okay, also Schlüssel gleich. Kannst du die Tür aufmachen, Mädel? Ah, jetzt haben wir sie gerade weg. Gut. Finde ich gut. Ja, aber... Ah! Alter, trotzdem
trotzdem kommen wir ja nicht mehr weit, ne? Wir kommen nicht weit, weil, da ist das Herz, ne? Das Herz ist raus von ihr. Sie müsste quasi die Tür irgendwie öffnen. Kann sie das denn? Kann sie irgendwie die Tür öffnen? Mädel, öffne die Tür. Oh, sie ist weg. Ich bin gerade in sie reingelaufen, dann war sie weg auf einmal. Bin ich jetzt in ihr drin? Also sind wir jetzt zusammen? Vereint oder so? Auf jeden Fall ist sie weg. Aber das hilft mir trotzdem nicht weiter. Denn sie hat doch einen Schlüssel eben irgendwo, hat sie den fallen lassen. Sie hat doch eben einen Schlüssel in der Hand gehabt. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, dass sie einen Schlüssel in der Hand hatte. Die Schlüssel ist die Person. Aber ohne Herz. Oder? Das heißt doch, das ist doch die Aussage davon, oder? Oh, Falle, ey. Oh, Falter. Oh, Falter. Geil! Ja, die Sachen sind echt versteckt in der Ecke irgendwie. Man sieht es auch kaum, was hier abgeht, denn es ist alles so schwarz-weiß und so rauschig. Rauschig-flauschig. Hallo? Du bist ja doch noch nicht weg. Schlüssel! Ich will nur raus! Ich möchte nur raus! Mädel! Irgendwie ist die hübsch. Irgendwie mag ich die. Hat so schöne Beine. Oh, die Beine sind schon schön. Sieht schon schick aus, das Mädel. Auch wenn ihr Kopf fehlt, aber Aussehen ist ja nicht immer alles, ne? Es kommt immer auf die inneren Werte an, die sie nicht hat, weil sie eine Puppe ist, die kein Herz hat. Da! Da liegt doch was! Egal. Ja, ja, ich weiß, dass du noch hinter mir bist. Oh, was haben wir hier stehen? Ah, created by... Okay, das ist die Dingens nur. Ich kann ihn nicht aufheben. Hallo? Alter! Ich stelle mich auch immer wieder aufs Neue vor ihr. Ist das auch noch so ein... Komm, Mädel! Okay, wenn ich durch hier durchlaufe, dann... Kann ich jetzt schnell aufheben, die Sachen vielleicht? Nee, ne? Jetzt kann ich ihn aufheben. Weil jetzt sind wir vereint. Alter, hier ist ein Kopf drin. Nein! Ah! Okay. Ich geh rein in die. In dir. Ich komm nicht rein in dir. In dich. In dir. In. Jo, der Kopfraum ist natürlich auch ein Kopf drin. Ich komme ja nicht mehr rein. Ich will weg. Hallo? Alter! Was? Du möchtest raus? Mädel, zu zweit machen wir das, komm. Zu zweit machen wir das. Komm her, Süße. Nein! Ah! Ah, Gott! Das, die Tür ist zu. Warum denn?
Ich möchte nicht sterben. Oh Gott, wie sie nach mir greift und nach mir... Geh durch. Lass sie da rein, da rein, da rein. Komm, mach das doch kaputt hier. Nein, warum denn? Nein! Alter Falter! Warum machst du das denn, du Bitch? Witch, Entschuldigung, Witch. Mann, ey. Ja, liebe, das war's mit Witch. Ein sehr schickes kleines Horror-Game. Hat mir spontan sehr gut gefallen. Auch wenn, ja, es endet mir jetzt nicht so toll gefallen. Es war so abrupt und irgendwie... Vielleicht gäbe es noch einen anderen Weg, das zu schaffen. Aber das weiß ich nicht. Ja, wir schauen mal wieder weiter. Ich würde sagen, wir machen es in der nächsten Episode wieder so, dass ich ein Spiel von euch nehme, das ihr mir vorschlägt. Deswegen bitte noch einmal alle Spiele, die ihr kennt, in die Kommentare schreiben und dann suche ich mir davon eins aus. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder, wenn es wieder heißt Folterdom mit einem anderen Spiel. Mit ein bisschen mehr Gruselfaktor, obwohl ich fand es schon gruselig, ne? So ein verfolgende Frau ist schon, ja, grenzwertig. Stalker, Bitch, ey. Witch. Bitch. Bis zum nächsten Mal. Hans Ryan, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.